Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. In der letzten Folge sind wir mit unserem kleinen Crawler hier gelandet. Und ich habe mittlerweile auch das Skript geschrieben. Ich hoffe, es funktioniert. Ansonsten haben wir ein Problem. Aber als erstes müssen wir das ganze Teil erstmal zur Station bringen. Bedeutet, wir sind hier, wir müssen Norden, Süden, ungefähr so 135 Grad nach unten uns begeben. Bedeutet, wir müssen jetzt langsam die Triebwerke starten. Versuchen mal nach da drüben zu gehen. Wir gehen mit einem Powerful Burst sozusagen. Wir fliegen genau in die gegengesetzte Richtung. What? Ich bin ein bisschen hochgeflogen, vielleicht wieder. Wie viele Schübe haben die Teile noch? 25, okay, alles gut. So, okay, wir kommen jetzt relativ gerade runter. Deswegen hoffen wir mal, dass alles nach Plan läuft und wir relativ nah landen. Als nächstes müssen wir eh nach da drüben auch die Station holen. Nochmal ein ganz anderes Spiel dann. Stopp, 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 stopp. Fuck, so schnell wollte ich nicht. Ah, so weit weg sind wir gar nicht. Bitte, 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 bitte. Viel zu schnell. Viel zu schnell, 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 viel zu schnell. Viel zu schnell. Oh. Ich hasse Vorspulen teilweise. Nein, fuck, 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 fuck. Okay. Puh. Scheiße, war das knapp. Okay, wir müssen also nach da drüben fliegen noch. So. Da ist unser Ziel.
Schauen wir mal, wie nah wir rankommen. Ich hoffe mal nah genug. Eieiei. Wenn wir nah genug dran sind, ist ja alles okay. Wir müssen ja nicht direkt dran. Aber je näher halt, desto besser eigentlich. Wir sind nah dran, jawohl. Oh, das ist eine nervös machende Sache, du, ich sag's dir. Hallo Freunde, wir sind hier. Wir haben es geschafft. Landung successful, würde ich sagen, hier, ne? Stehen zwar wieder mal im Sonnenlicht, aber hey. Dritte Mondlandung und bis jetzt schaut alles gut aus, auch bei den anderen Systemen. So, dann kommt jetzt der spannendste Teil. Gewählter Sternensonne. Ah ja, genau. Ihr wisst noch was gar nicht, aber das kommt als nächstes. Das habe ich bis jetzt noch gar nicht gesehen. Ach, cool, dass ich gewählten einen Stern auswählen kann. Okay, cool. Wir klappen das Zeug wieder ein. Und machen ready für das Deployment der Füße. Also warte mal, wir haben ja noch gar nicht die Sachen entlockt, da war was. Jetzt aber. System entfernt. Ein paar Selbsttest. Funktionierend. Perfekt. Okay, also auf Kerbin hat auf jeden Fall der Testflug letztes Mal funktioniert. Ob er jetzt hier funktioniert, ist fragwürdig. Das ist halt so eine Sache. Oh, da ist ein Rock zum Sample Rock. Oh, schön. Wir brauchen einen Rover. Aber. Die Beine treten halt gleich. Wieso sollten wir keinen Treibstoff mehr haben? Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Ah, ja, warte mal, da war was. Ich hab die ja leer geschlossen, da war was. So, 1000 MS. 1600 MS, habe ich noch irgendwo einen Tank verboten, ne?
vorsichtig landen. Okay. Unser Länder hovert. Und ist stable. Jawohl. Bedeutet, wir haben jetzt unseren kleinen Hovermate hier stehen. Der ready ist. Genauso wie seine Base rein theoretisch. Schade ist halt, dass das da jetzt da hängt. Ich hätte das gern weg gehabt, aber okay. Wir können ihn auch von hier unten, glaube ich, einfach andocken. Ziehen wir runter und stecken das Kabel an. Genauso haben wir unsere Bohrstation hier. Schauen wir mal, wie die derzeit aktuell geht. Die Bohrer sind voll mit Wasser. Ich hoffe, genauso wie der Rest der Tanks. Sauerstoff ist hier drin, Wasser ist hier auch gelagert. Hydrogen ist aber noch nicht gebohrt worden. Bedeutet, wir werden jetzt mal hier die Bohrer einfahren wieder. Das Teil wieder auf Beine stellen, weil solange Wasser hier drin ist, ist alles gut. Das Solarpanel ist sowieso so unnötig. Es ist vom anderen Solarpanel überdeckt, aber die laufen alle. Sind die Beine wieder ausgefahren? Nein, was macht ihr denn? Okay, die Kabel sind sehr, sehr fragil. Auto-Level. Ganz dringend Auto-Leveling. Solche Aktionen dürfen wir eindeutig nur durchführen, wenn wir... Auto-Leveling! Ich hab schon wieder Scheiße gebaut. Ich habe so die Vermutung, dass der Tower umfällt. Nein. Stell dich wieder auf, Junge. So, okay. Vorsichtig. Erstmal beruhigen wieder. Wir haben schon zu viel verloren bei dieser Mission an dem Teil hier. Wir können nicht noch mehr risken. Auto-Level aktivieren. Und jetzt können wir wieder in Docked-Modus gehen. Warum bewegst du dich schon wieder? Aber okay, alles ist ready, alles hat Stromversorgung, wir haben Link up. Und die Station ist soweit, würde ich sagen, safe. Bedeutet, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.